Den Liebhabern rausspringender Naturprodukte werden beim Anblick der folgenden Bilder sicher die Augen tränen. 550 Kilogramm Marihuana, 3,8 Millionen Konsumeinheiten im Wert von rund 5 Millionen Euro hat das Zollfahndungsamt an diesem Dienstagvormittag verbrennen lassen. Ende Dezember 2016 auf der A9 bei Berg haben Zollfahnder auf einem Parkplatz einen serbischen Lastkraftwagen kontrolliert. Der LKW war leer unterwegs und die Kollegen haben sich gedacht, das macht keinen Sinn, da schauen wir mal rein. Und haben dann festgestellt, dass bei dem LKW eine doppelte Stirnwand vorhanden war. Und in dieser doppelten Stirnwand hat sich ein künstlicher Hohlraum geschaffen mit ungefähr 9 Kubikmeter zusätzlicher Fläche. Und diese 9 Kubikmeter Fläche waren gefüllt mit einer halben Tonne Marihuana, die wir heute hier vernichtet haben. 60 Umzugskartons wurden in die Müllverbrennungsanlage in Olching geworfen. Aufgrund des hohen Gehalts an Tetrahydrocannabinol, kurz THC, spricht der Zoll von einer sehr guten Qualität des Marihuanas. Es für medizinische Zwecke zu verwenden sei aber unmöglich, so Christian Schüttenkopf. Es stammt von unbekannten Plantagen, vermutlich aus Albanien. Nachdem ganz strenge Kriterien an ein solches Rauschgift gestellt werden, bevor es in Apotheken abgegeben wird, kommt eine Verwendung dafür nicht in Frage. Man muss wissen, zu welcher Pflanzengattung die Pflanze genau gehört, wo sie angebaut wird und von wem. Und das kann man in diesem Fall gar nicht sagen, so Schüttenkopf. Der Fahrer, der 61-jährige Serbe, ist verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 6 Monaten. Wenn das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, wie es in dem Fall der Fall ist, ergeht von der Staatsanwaltschaft die Verfügung, dass die Beweismittel, die nicht mehr gebraucht werden, entweder zurückgegeben werden. Das scheidet hier in dem Fall aus. In diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft verfügt, dass die Vernichtung durchzuführen ist. Und wir haben den Auftrag bekommen, diese Menge Rauschgift heute zu vernichten. Und nun noch eine Hiobsbotschaft für alle Grasliebhaber. Auch die Bewohner der Gemeinden rund um die Verbrennungsanlage werden an diesem Tag nichts davon haben, ihre Nase in den Wind zu stecken. Leider gar nichts. Die Olchinger Bürger werden aber dadurch etwas entschädigt, als dass wir aus dem Material Strom und Fernwärme erzeugen. Es ist die Kombination aus den entsprechend hohen Temperaturen, der Verweilzeit und einer hocheffizienten Abgasreinigungsanlage, die dafür sorgt, dass wir weit, weit unterhalb der uns behördlich vorgeschriebenen Emissionswerte arbeiten. Und so haben sich an diesem Tag 550 Kilogramm Marihuana einfach in Luft aufgelöst.